Herzlich willkommen zu einem weiteren Video NBA 2K20 for my team. Wir gehen heute ein letztes Mal in Clutchtime Online rein. Ich habe ja noch einiges Geiles gezogen. Unlimited war ein bisschen kritisch, weil der Gegner irgendwie direkt rausgegangen ist. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut da auf jeden Fall rein. Das wird hier irgendwo nochmal verlinkt sein oder in der Videobeschreibung. Und ja, Mann, ich habe mir für Clutchtime Online folgendes Team ausgesucht. Ich werde mit 4 Gold und einem 100 Overall spielen, und zwar Kareem auf Point, dann Dr. J, KD, Shaq und dann eben Wemby. Warum nicht Len Rice? Die Karte haben wir dieses Jahr genug gesehen. Ich habe den Gold Julius Erving gezogen und den wollte ich auch einfach mal zeigen und selber erfahren, bevor das Game dann wirklich tot ist und ich diese Spieler gar nicht mehr spielen werde. Hoffentlich ist das Matchmaking ein bisschen gnädiger als in Unlimited, weil da habe ich 5 Minuten auf ein Match gewartet. Ich meine, klar, es ist Ende August, das Spiel kommt bald raus, aber trotzdem, so lange sollte man nicht auf ein Match warten müssen. Deswegen hoffen wir mal, dass heute irgendjemand krank ist oder krank macht oder noch Ferien hat, damit wir schnell ein Match bekommen hier. Oh, wir haben einen Gegner gefunden. Nach einiger Zeit doch das Matchmaking zugeschlagen. Mal gucken, wer es ist und was für ein Team er hat. Es dürfte eigentlich keine schlechten Teams mehr geben. Angel 23 Demon mit LeBron, Jordan, KD, Yao Ming und Wembanyama. Also er hat das Beste vom Besten, was man hier haben möchte. Mal gucken, ob wir gegen ihn gewinnen können. Ich bin wahrscheinlich eingerostet. Wer so ein Team hat, ist mit Sicherheit kein schlechter Spieler. Gewinnt den Tip-Off. Alles klar. Und jetzt heißt es verteidigen, Alter. Und Wemby ist direkt am Start. Gib mir... Yes, sir! Come on. That's my guy. Jetzt wieder verteidigen. Wemby gegen Shaq. Er hat halt Wemby auf Power Forward, weil er Yao Ming da noch hat. Den hätte man mit LeBron vielleicht nehmen können. Switch das. Ah, get blocked wollte ich sagen, das war Quatsch. Lass mal das Spiel mit Dr. J machen, der ist... Oh, der ist flott unterwegs. Come on. Seh KD. Seh Shaq. Seh Wemby. Pumpfake. Oh mein Gott, er blockt mich komplett weg. Ich dachte, ich nehme seine Off-Ball-Defense auseinander, aber er ist dann im richtigen Moment noch dazugekommen. Holt sich hier die Führung, spielt aber auch krasse Off-Ball-Defense. Also der Typ, der macht nichts, außer hier ab und zu mal einen Steal reinhauen oder verteidigen, wenn es dann in der Zone ist. Aber selber macht er nicht viel. Das ist schon mal ein kleines Armutszeugnis. Aber lass uns mal gucken, was hier wirklich drin ist. Wir gehen mit Dr. J. Spielen raus, das ist gut gespielt. Das ist so gut gespielt, diese direkten Pässe nach dem Pick-and-Roll-Pass. Ja, da kann man wenig gegen machen, wenn man nicht so der krasse Verteidiger ist. Und in der Off-Ball-Defense erkennst du ja schon, dass da nicht viel da ist. Ich spiele selber Off-Ball, aber ich krieg's irgendwie dann noch ein bisschen besser hin. Komm hier mit KD. Und jetzt holen wir uns den Steal. Ach, shit. Genau das gleiche wie er und ich sage, er ist schlecht. Das ist immer peinlich. Den nimmt er? Nimmt er nicht, okay. Wemby kommt dazu. Kann ich nicht stoppen. Kann ich so nicht stoppen. Dr. J, come on, gib mir einen Pick and Roll mit KD und ich will den Popper sehen. Oh shit, und das ist Kareem. Und ich habe den seinen Release nicht drauf, weil ich kaum spiele, aber es reicht für den Dreier. Wir führen mit 2, das ist gut. Switch das. Das ist der Vorteil, wenn du Kareem auf Point spielst. Er macht den nicht rein, obwohl ich gar nicht mehr gestört habe. Okay, das ist crazy. Gib mir KD. Das hat eben gut geklappt. Jetzt nehme ich den Dreier. Boah, der ist tough. Der war tough. Den hätte ich so nicht nehmen dürfen, wenn man den Release nicht gut kann. Und das ist wieder... Ah, Mann, das ist Kareem auf Point. Das ist unschlagbar, wenn du so einen riesen Point Guard hast. Und deswegen hasse ich Out of Position so als Konzept. Das ist gute Verteidigung. Der macht gerade gar nichts. Komm dazu. Ah, scheiße, da habe ich die Zuordnung nicht mehr hinbekommen. Das war nicht gut. Aber das ist, wenn man eingerostet ist. Normalerweise klappt das. Gib mir Wemby nochmal. Kareem. Nehme ich aus der Bewegung. Ja. Wenn man die Releases nicht kennt, dann ist das schwierig. Das ist ein Wurf, den muss ich nehmen. Aber halt eigentlich nicht mit einem Spieler, mit dem ich null Erfahrung habe. Das wäre Lehrgeld, wenn das Spiel jetzt noch irgendwie Relevanz hätte. Verlieren hier den Ball fast. Weg. KD, come on. Er spielt halt nur Off-Ball-Defense und deswegen eigentlich immer den Spieler fürs Pick-and-Roll holen, den er gerade steuert, dann müsste er aus der Passung kommen. Es ist halt einfach für ihn.
Weil Leute beschweren sich immer, oh, du spielst so und so. Ah ja, gut, wenn man unstoppable so ist, wenn der andere damit nicht klarkommt, warum soll ich es ändern? Soll ich mir das Leben selber schwer machen? Das ist immer eine Diskussion, die finde ich in dieser 2K-Community immer ein bisschen lächerlich. Hoppers! Den muss ich nehmen. Der Release war langsam. Der hat sich ganz komisch angefühlt. Hab man vielleicht sogar gesehen. Da war ich ein bisschen überrascht. Come on. Wir sind da. Let's go, Shaq. Let's go. Oh nein, wie er den Ball da noch auf Yao Ming kriegt. Ich habe mit Wemby irgendwie komplett gepennt. Keine Ahnung, was da los war. Wir haben noch 1:14. Das Game ist knapp. Wir gehen auf der anderen Seite vorbei. Ich sehe Kareem. Er sieht ihn auch. Ah, das ist kritisch. Ich sehe Wemby. Der ist frei. Den darfst du nicht so frei stehen lassen. Der macht die rein, Junge. Come on. Was ist denn hier los? Wir sind da. Switch das. Oh, come on. Die tun weh. Jetzt machen wir es mal ganz einfach mit dem Cut. Yep. Oh mein Gott. Ah! Das Game schlägt zu. Guter Move hier. Switch das. Oh, der trifft den Dreier nicht. Den hätte er machen müssen. Ich sehe KD. Ah. Oh! Der geht nicht. Ah, den muss ich machen. 13 Sekunden. Ich hatte Game auf der Schippe. 9 Sekunden. Timeout und ein Dreier ballern. Oder ein Vierer vielleicht sogar. Wenn ich das Game verliere, dann ist meine eigene Schuld, weil ich zu wenig spiele und weil ich unkonzentriert bin. Aber wir nehmen das jetzt so, wie es kommt. Die Frage ist, spielen wir Pick and Pop? Spielen wir nur mit dem Pick und nehmen dann den Dreier? Oder kriegen wir irgendwas anderes raus? Ich will auf jeden Fall den Ball auf Dr. J haben. Und jetzt gib mir KD. Pick and Roll. Pop. Oh shit, das hat er gut gemacht. Das war mein Fehler, ey. Das war eine verdiente Niederlage. Wer hätte gegen den gewonnen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wo waren meine Fehler? Was hätte ich besser machen müssen? Direkt schon in die Analyse für 2K25, Mann. Haut rein.